What's that? Nackschmackig. Bin ich denn da jetzt gelandet, verflucht? Was? Am Dach? In 2F am Dach? Okay. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ah ja, sehr interessant. Tja, da will man eigentlich nur ein paar Räume durchsuchen und ja. Und man landet auf den Arsch. Ah ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay. Na gut. Zustand gesund, okay, das sieht man gerne. Oje, ich habe kein gutes Gefühl. Und ich habe keinen Platz für das alles, aber da lässt sich was machen. Und zwar der hier. Heizraum. Na, wer hätte gedacht? Was zum? Stirb. Okay. Das soll's gewesen sein. Und schon wieder nur 5 Schuss in der fucking Pistole. Leck mich doch am Arsch. Was kann man hier machen? Okay, das werden wir gleich kombinieren. Schrotmunition schadet nicht. Vor allem, ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass da irgendwas Größeres auf uns zukommt. Someone lose a key. Tja, das ist ja schön. Ah, das ist der Treffschlüssel. Okay. Die Metallkurbel brauchen wir nicht mehr. Ah, schade. Dann ist die leider nicht für den Wagenheber. Das ist schade, das ist schade. Okay. Gut. Ja, es ist zwar ein rotes Häkchen, aber ich heb's vielleicht doch sicherheitshalber noch auf. Ich bin mir nicht sicher, haben wir wirklich jetzt schon alle Rolltore geöffnet? Ich hebe ihn noch auf. Sicher ist sicher. Ja.
Okay, jede Menge grüne Kräuter. Okay, bis auf den Schlüssel gab es hier jetzt eigentlich nichts. Ach komm schon. Keine Beine mehr und trotzdem will ich keine Ruhe geben. Na komm, Ruhe jetzt. Ganz schön hartnäckig. Ganz schön hartnäckig. Okay. Funktioniert das jetzt vielleicht? Na geht doch. Aber noch dunkler hier. Vorher hat man wenigstens ein bisschen was erkannt. Ah ja, okay, und jetzt kommen wir von hier aus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott! Fuck. Lauf, Leon, lauf! Den Penner will ich mich jetzt nicht anlegen. Ah, okay, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Kein Plan? Wo wollen wir hin, verflucht? Wir könnten hier wieder zur Feuerleiter. Ach so, nein, ja, hier lang wieder, genau. Hoffentlich holt mich der Penner nicht ein. Ich glaube, der ist ein bisschen schneller als wir. Hä? Kann das sein? Verpiss dich! So. Unten gab's was. Und zwar hier der Beobachtungsraum. Allerdings sitzen wir dann auch ziemlich in der Falle. Falls uns dieser Penner weiterverfolgt und finden sollte. Ah, hier steht eine Safe-Kombination. Links 6, rechts 2. Hilf links. Alles klar. Alles klar. Sehr hilfreich. Ich glaube, der Penner kommt. Schnell hier rüber.
Station. Okay, ich glaube, er sucht uns gerade. Ein Stock höher. Was gibt's hier Schönes? Ah, hier gehört das Juwel rein, alles klar. Gut, habe ich jetzt leider nicht dabei. Habe ich leider gerade nicht zur Hand. Tja. Okay, dann wieder hier raus und einmal hoch, nochmal hoch. Ja. Und dann sind wir wieder da, wo wir ursprünglich waren. Wir gehen wie diesmal nicht am Balkon, sondern... So. Und dann brauchen wir die. Ich versuche ihn auszutricksen. Na komm schon. Komm hier rein, du Sack. Na toll, wo ist er jetzt? Ja, ich will ihm nur nicht direkt in die Arme laufen. Ah, Presseraum. Ach so, da waren wir aber eh schon. Ja. Keine Ahnung, wo es sich jetzt hin verpisst hat. Ist mir auch relativ egal. Wir gehen jetzt mal rauf in 3F und diesmal in den Lagerraum. Was? Nein. Denke ich mir doch. Kann doch nicht sein. Okay, Lagerraum, hier ist die Tür. Hier gibt es sicher was. Rotes Herz. Gott verdammt. Oh Gott, er kommt. Nein, oh nein, oh nein. Warum ist diese verfluchte Tür verschlossen? Ganz toll. Was? Großes Zahnrad? Hier gibt's noch was. Ah! Wir müssen nochmal rauf. Super, wie soll ich denn den jetzt?
sieht uns nicht. Okay, er sieht uns doch. Oder doch nicht? Na, ah, ich wusste es. Lass mich. Lass mich. Penner. Ja, da oben gibt's noch was, das wir brauchen. Ist das hier ziemlich in der Mitte, ja, da habe ich mich nicht gründlich umgeschaut. Da ist es. Sehr, sehr gut, sehr gut. Boah, das braucht zwei fucking Plätze. Alles klar, wir haben ein Zahnrad. Wofür auch immer. Okay, okay, okay. Wir müssen mal irgendwo in Sicherheit. Ich muss mal meine Ressourcen ein bisschen managen. Wir können jetzt auch, wo war denn das? In 1F hier in den Aktenraum. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Eingangshalle. Auf geht's. Ja, dieser Penner ist ganz schön gefährlich. Puh, einmal durchschnaufen. So. Mein rotes Juwel. Na bitte, was sagt's denn? Und was gibt's hier Schönes? Stars-Abzeichen. Aha. Okay. Bringt mir das auch was? Oder ist es einfach nur schön? Ah. USB-Dangle. Yeah, für einen Computer, für einen PC den USB-Stick. Das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Alles klar. Okay, dann lieber schnell weiter. Wir gehen jetzt hier in den Aktenraum. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Messer, Blendgranate. Ah, verflucht.
Nimm das! Oh Mann, der Typ kommt auch schon wieder. Verdammt nochmal. Ganz schöner Stress hier mit diesem Typen. Das ist sicher für die Bibliothek. Ach Gott, der ist schon da. Nein, nicht noch einer. Mann, mein Messer. Und ich will mein Messer zurück. Und weg hier. Meine Fresse! Jetzt geht's hier aber ganz schön ab. Okay, Aktenraum. Okay. Ja, hier fehlt uns leider noch. Okay, wir haben jetzt das Teil für die Bibliothek. Okay, wir müssen hier rauf ins Stars Büro zum PC. Wir kommen jetzt nämlich in die Rüstkammer. Das heißt, hier und dann hinauf. Oh Mann, das ist aber ein ziemlicher Umweg. Wäre eigentlich besser durch die Eingangshalle. Ja, okay. Dann halt hier lang. Meine Güte. Fuck. Fast wäre ich falsch gelaufen. Ach, hier wären wir doch in die Bibliothek gekommen. Ach, vielleicht kommt der Muskelprotz hier wenigstens nicht durch. Nein. Verflucht nochmal. Gibt's das denn? Ach ja. Apropos. Wir haben ja noch einen Film. So, hier sollte er aber nicht reinkommen. Wir haben ja noch einen Film zu entwickeln. Den können wir hier machen. Einmal kurz durchatmen. Die Spindkombination. Puh, ja, dieser Typ geht mir ziemlich auf den Sack. Aha, den brauchen wir nicht mehr. Alle grünen Türen geöffnet. Tatsächlich. Ah, hier ist der Uhrturm. Hier müssen wir hin. Okay, praktisch. Dann können wir... Ja, dann gehen wir in 2F. Kurz ins Stars Büro und in die Rüstkammer. Und dann gleich eins weiter hoch. Den Lagerraum hier rein. Hier ist dann die Bibliothek. Jetzt haben wir das Teil, was wir brauchen. Und dann sollten wir ja irgendwo hinkommen. Wahrscheinlich zum Uhrturm. Okay, alles klar. So, Zustand kritisch. Na gut, wenn wir den Schlüssel nicht mehr brauchen. Ich lege ihn derweil nur ab. Wer weiß, vielleicht
brauchen wir ihn ja doch noch. Granate, Granate. Ja, so gut geht's mir mit der Muni jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich wirklich bei weitem nicht mehr so viel Munition. Wie noch vor einiger Zeit. Mein Messer ist auch schon wieder fast total aufgebraucht. Dreck. Okay, dann hoffe ich mal, dass der jetzt nicht direkt hier vor der Tür steht. Okay, einmal hier geradeaus, rechts durch den Duschraum. Ja. Komm schon. Ja, schon klar. Zuerst hier. Ein USB-Stick als Dienstmarke. Nicht schlecht. Yeah, wer sagt's denn? Lightning Hawk. Das ist die Magnum. Ah, vielleicht lässt sich der Typ ja mit der Magnum klein kriegen. Ah, von Chris Redfield. Keine Munition, nichts. Ach du Schande. Wieder mitnehmen, braucht man das vielleicht noch mal? Ich versteck mich mal hier. Okay. Alles klar, das hätten wir. Dann könnten wir jetzt gleich direkt in die Bibliothek oder gleich einen Stock höher. Ja, gehen wir gleich direkt in die Bibliothek. So, aber jetzt endlich. Ja, wer sagt's denn? Nice. Ja, hat mir jemand den Tipp gegeben, dass man gleich mehrere Regale zugleich schieben kann. Ah, er kommt schon wieder. Was? Hier komme ich jetzt wieder in die Eingangshalle? Okay. Aber ganz oben. Mhm.
Okay, lieber schnell weiter. So, dann nächste Tür rechts, dann sind wir im Uhrturm, alles klar. Dort sollten wir dann das zweite Teil finden, das wir brauchen. Ach, komm schon. Echt keine Zeit, mich mit euch herumzuschlagen. Oh Mann, er ist auf der anderen Seite. Das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Scheiße! Okay, hier kann ich ihm abhängen. Immerhin. Kleine Täuschung. Aber er hat uns gleich wieder bemerkt. Aber mein Messer ist wieder verbraucht. So eine Scheiße. Ah, warte. Doch was. Ein Kraut, okay. So, komm schon. Reparaturplan. Okay. Ach ja, für hier braucht man die Kurbel. Yes! Aha, braucht man dann vielleicht nochmal? Fuck, keine Zeit, um sich umzusehen. Ah ja. Hä? Das passt hier nicht, okay. War hier nicht gerade etwas? Ah, hier waren wir auch noch nicht. Was gibt's hier Schönes? Schießpulver, groß! Ja, das nehme ich gerne. Na, jetzt muss ich das wieder zerschießen, wenn ich kein Messer habe. Hoffentlich hört der Muskelprotz-Typ das nicht. Ja, hier war das Teil. Okay, wir gehen lieber mal weiter. Anscheinend gibt es hier noch eine Kurbel.
kleines Zahnrad, na bitte. So. Hat alles wieder seine Ordnung. Aber jetzt. Oh. Geschafft. Aber mein lieber Scholli, da ist er jetzt ganz schön heftig zugegangen, ja. Also, so ein paar Zombies, ein Licker, dann dieser Titan. Ah, hier ist er. Muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Der war gut. Der war gut. Wieso? Das wäre doch mal ein Bericht der anderen Art. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Zahnräder sind weg. Elektroteile erhalten. ja, wir müssen aber wieder hier durch. Elektronikteile halten und Schaltschrankteile halten. Okay, jetzt haben wir beides. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hinunter in die erste Etage und ja, hier in den Raum der Wache. Das heißt, wir werden hier durchmarschieren, gleich hier rüber. Ach ja, hier war ein Licker auch noch. Ja, aber hier müssten wir eigentlich nur die Treppe nach unten. Genau. Alles klar. Dann, let's go. Let's go, Leute. Warte, ich habe gerade irgendwie den Überblick verloren. Ah ja, hier. Aber nice, jetzt haben wir endlich die Magnum. Aber ich weiß nicht, ob sich der Typ mit der Magnum kleinkriegen lässt. Ich weiß nicht, ob sich der überhaupt kleinkriegen lässt, das ist ja das Problem. So, einfach weiter runter. Okay, warte mal. Sind wir hier schon richtig? Nein. Ein zweiter runter. Wo ist er denn? Aber sind hier dann nicht die Zellen? Ach, verflucht.
Ach ja, hier passt schon. Ja. Oh. Einmal hier entlang. Mein Freund von vorhin. Ach man, so kann man eine Granate verschwenden. Naja, immerhin ist er jetzt zerfetzt in alle Einzelteile. Und der zweite vielleicht auch noch. Ja, wie gesagt, ganz schön heftig. So, alles klar. Jetzt sind wir wieder hier. Einmal rechts. So, bevor wir jetzt dieses zweite Elektronikteil installieren. Einmal kurz Inventar checken. Aber das könnte man vielleicht noch mal gebrauchen, dieses Elektronikteil. Doppelte Menge, das sollte ich mit einem gelben kombinieren. Habe ich aber nicht. Ich habe gar kein Schießpulver mehr, außer dieses. Okay. Na dann. Wow, 7 Schuss hat die Magnum, nicht schlecht. Okay, let's go. Frag mich, wofür man das noch gebrauchen könnte. Fuck, Leute, fuck. Fuck, dass ich mein Messer schon wieder verbraucht habe. Das ist so wichtig. Damit kann man echt Munition sparen, aber ja, jetzt habe ich es wieder. Tja, jetzt habe ich es wieder verbraucht, um mich von dem Licker zu befreien. Auspacken sollte ich es vielleicht auch noch. Wäre nicht schlecht, oder soll ich es mit Verpackung gleich reinschieben? Steck diesen Scheiß hier hinein. Mit Verpackung gleich. Ah, okay, ein kleines Rätsel. Mhm.
Ah ja, ah ja. Okay, ein Lämpchen leuchtet, genügt das? Wahrscheinlich nicht. Jetzt. So. Na toll, und jetzt werden alle Motherfucker aus ihren Zellen kommen. Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Okay. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören, aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Ach ja, Tyrant heißt er, nicht Titant, sondern Tyrant. Ein Tyrant. Ja, der Name passt. Der tyrannisiert mich jetzt wirklich schon die ganze Zeit. Die ultimative Biowaffe von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert. Tja, das tut er. Die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Tja, vermutlich. Ja, die Schlüsselkarte. Das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Garagenschlüsselkarte. Jawohl. Tja, was das sagt schon hier? Alles. Durch die Tiefgarage entkommen. Das ist nicht gut. Haha. Tja, ich bin ja nicht so dumm, wie ich aussehe. Ach du Schande. Ja gut, dann stelle ich mich über ihm einmal. Bevor ich da durch die... Aber hier in den Zellen könnte es vielleicht auch noch irgendwas geben. Wow, schön vorbeigeschmuggelt. Mach ihn platt. Gut gemacht, Bitch. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ach, schon zweimal? Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der lebt noch, gell? Hier unten stirbt nichts. Hier unten stirbt nichts. So, jetzt vielleicht. Ich schätze, du hast die Karte? Natürlich. Ja. Und das? Wer sonst? Ich hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Eine Hand wäscht die andere. Möglich. Wenn ich es gehört habe. Lass nichts hier raus. Ganz deiner Meinung.